Kapitel 17 Die Kinder des Wurms. Einige Minuten vergingen in völliger Stille. Artyom vermutete, dass man sie allein gelassen hatte und begann sich erneut zu bewegen, um sich wenigstens aufzusetzen. Beine und Arme waren so fest zusammengebunden, dass sie angeschwollen waren und schmerzten. Sein Stiefvater hatte ihm einmal erklärt, wenn man einen Druckverband oder einen Schlauch zu lange anlegte, begänne das Gewebe abzusterben. Doch was machte das jetzt noch für einen Unterschied? »Feind, lieg still«, hörte er plötzlich eine Stimme. »Drohn spuckt Taubnadel«, Artyom erstarrte. »Nein, bitte nicht!« Eine Hoffnung keimte in ihm auf. Vielleicht konnte er ein Gespräch mit seinem Bewacher beginnen und ihn dazu bringen, ihnen hier herauszuhelfen. Doch worüber konnte er mit einem Wilden sprechen, der vermutlich kaum die Hälfte seiner Worte verstand? Artyom fragte das Erstbeste, was ihm in den Kopf kam. »Wer ist das, der große Wurm?« »Großer Wurm macht Erde, macht Welt, macht Menschen. Großer Wurm ist alles, ist Leben. Feinde von großer Wurm, Maschinenmenschen, sind tot.« »Ich habe noch nie von ihm gehört«, sagte Artyom vorsichtig. »Wo lebt er?« »Großer Wurm lebt hier, nebenan, um uns, gräbt alle Gänge. Mensch sagt später, dass er gräbt. Nein, großer Wurm. Gibt Leben, nimmt Leben, gräbt neue Gänge. Menschen leben drin. Gute Menschen beten zu großer Wurm. Feinde wollen großer Wurm töten, Priester sagen.« »Wer sind die Priester?« »Alte Menschen mit Haaren auf Kopf. Nur sie können. Sie wissen, hören Wünsche von großer Wurm, sagen Menschen. Gute Menschen machen so. Schlechte Menschen gehorchen nicht. Schlechte Menschen Feinde. Gute Menschen, sie essen.« Artyom dachte an das Gespräch, das er vorhin mitgehört hatte, und begann zu begreifen. Offenbar war der alte Mann, der die Legende vom großen Wurm erzählt hatte, einer dieser Priester. Er versuchte so zu formulieren, dass ihn der andere verstand. »Priester sagt, man darf Menschen nicht essen. Er sagt, großer Wurm weint, wenn ein Mensch den anderen isst. Menschen zu essen ist gegen den Willen des großen Wurms. Wenn wir hier bleiben, werden wir gegessen. Der große Wurm wird trauern und weinen.« »Natürlich wird der große Wurm weinen«, erklang eine spöttische Stimme aus der Dunkelheit. »Aber mit Gefühlen lässt sich der nötige Eiweißanteil in der Nahrung eben nicht ersetzen.« Der das sprach, war der Alte von vorhin. Artyom hatte die Stimme sofort wiedererkannt. Hatte sich jener schon die ganze Zeit im Raum befunden, oder war er eben erst unbemerkt wieder hereingeschlichen? Wie auch immer, auf eine Flucht konnte Artyom nun nicht mehr hoffen. Und dann kam ihm ein Gedanke, der ihn fristen ließ. Zum Glück war Anton noch nicht aufgewacht. Dieser Gedanke war so grauenvoll, dass Artyom mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit starrte und tonlos fragte: »Und das Kind? Die Kinder, die ihr stillt, esst ihr sie auch? Den Jungen, Oleg?« »Kleine essen wir nicht«, erwiderte der Wilde. »Kleine können nicht böse sein, können nicht Feinde sein. Kleine wir holen und erklären, wie sollen leben. Erzählen von großer Wurm, lehren, wie großen Wurm anbeten.« »Sehr gut, Ron«, lobte der Priester und erklärte: »Mein Lieblingsschüler.« »Was ist mit dem Jungen passiert, den ihr letzte Nacht entführt habt? Wo ist er? Es war dieses Monster, das ihn fortgeschafft hat, das weiß ich.« »Monster«, explodierte der Alte. »Wer hat diese Monster denn hervorgebracht?
Wer hat all diese stummen, dreieugigen, armlosen, sechsfingerigen, totgeborenen und fortpflanzungsunfähigen Wesen überhaupt erst erzeugt? Wer hat sie verunstaltet, ihnen das Paradies versprochen und sie dann in den Blinddarm dieser verfluchten Stadt verdammt, damit sie darin verrecken? Wer ist an all dem schuld und wer ist nach all dem das wahre Monster? Atjom schwieg. Auch der Alte sagte nichts mehr. Schwer atmend versuchte er, sich zu beruhigen. In diesem Augenblick kam Anton endlich wieder zu sich. »Wo ist er?« flüsterte er heiser. Dann steigerte er sich langsam zu lautem Schreien. »Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Gebt mir meinen Sohn!« Er versuchte, sich zu befreien, begann auf dem Boden hin und her zu rollen. Dabei stieß er mal gegen die Gitterstäbe, mal gegen die Betonwand. »Ein Tobsuchtsanfall«, kommentierte der Alte, jetzt wieder auf die bekannte spöttische Weise. »Dron, stell ihn ruhig!« Ein seltsames Geräusch war zu hören, wie wenn jemand hustete oder kräftig ausspuckte. Etwas pfiff kurz darauf durch die Luft und nach wenigen Sekunden war Anton wieder still. »Sehr aufschlussreich«, sagte der Priester. »Ich werde den Jungen herbeibringen. Er soll seinen Vater noch einmal sehen und sich von ihm verabschieden. Übrigens ein ordentlicher Kerl, der Bengel. Da kann sein Vater stolz sein. Wie er sich gegen die Hypnose wehrt.« Ha! Er entfernte sich mit schlurfenden Schritten. Dann öffnete sich quietschend die Tür. »Keine Angst«, sagte ihr Bewacher kurz darauf, überraschend sanft. »Gute Menschen töten nicht, essen nicht Kinder von Feinde, Kleine nicht sündig. Kann man beibringen, gut zu leben. Großer Wurm verzeiht kleine Feinde.« »Um Himmels Willen, was denn für ein großer Wurm? Das ist doch völlig absurd. Schlimmer als Sektierer und Satanisten zusammen. Wie könnt ihr nur daran glauben? Hat ihn jemand von euch jemals gesehen, den großen Wurm? Hast du ihn etwa gesehen?« Atjom versuchte, diese Tirade möglichst sarkastisch klingen zu lassen, doch mit gefesselten Händen und am Boden liegend gelang ihm das nicht besonders überzeugend. Und wie damals, als er bei den Faschisten auf seine Hinrichtung gewartet hatte, wurde ihm sein Schicksal immer gleichgültiger. Er legte den Kopf auf den kalten Boden und schloss die Augen. Eine Antwort erwartete er nicht. »Großer Wurm darf nicht anschauen! Verbot!« sagte der Wilde heftig. »Das ist doch unmöglich! Es gibt keinen Wurm! Die Tunnel wurden von Menschen gemacht! Sie sind alle auf Karten verzeichnet! Es gibt sogar einen kreisrunden, dort wo die Hanse ist! Das können nur Menschen bauen! Aber du weißt ja wahrscheinlich gar nicht, was eine Karte ist!« »Ich weiß! Ich lerne von Priester. Er zeigt. Auf Karte viele Gänge nicht. Großer Wurm hat neue Gänge gemacht. Auf Karte nicht. Sogar hier bei uns gibt es neue Gänge. Heilige Gänge. Auf Karte nicht. Maschinenmenschen machen Karten, denken selber Gänge graben. Dumm, stolz, wissen nichts. Dafür bestraft großer Wurm. Wofür? Für Ho!« Der Wilde namens Thron suchte nach dem Wort. »Hochmut!« »Für ihren Hochmut!« bekräftigte die Stimme des Priesters. »Der große Wurm hat den Menschen als letztes erschaffen und der Mensch war sein Lieblingskind. Denn den anderen Geschöpfen hatte er keinen Verstand gegeben, dem Menschen dagegen schon. Er wusste, dass der Verstand ein gefährliches Spielzeug war. Deshalb befahl er dem Menschen, lebe im Frieden mit dir selbst, im Frieden mit der Erde, im Frieden mit allen Geschöpfen und bete mich an. Sodann zog sich der große Wurm tief ins Innere der Erde zurück. Doch zuvor sagte er,
Es wird der Tag kommen, an dem ich zurückkehre. Tu so, als wäre ich neben dir. Und die Menschen gehorchten ihrem Schöpfer und lebten in Frieden mit der Erde, die er geschaffen hatte, und in Frieden miteinander und in Frieden mit den anderen Geschöpfen. Und sie beteten den großen Wurm an. Und sie gebaren Kinder, und ihre Kinder gebaren Kinder. Und von Vater zu Sohn, von Mutter zu Tochter gaben sie die Worte des großen Wurms weiter. Doch es starben jene, die mit eigenen Ohren seinen Auftrag gehört hatten, und ihre Kinder starben. Es zogen viele Generationen vorüber, und der große Wurm kam nicht zurück. Da begannen die Menschen, einer nach dem anderen, die Gebote des großen Wurms zu missachten und taten, was sie wollten. Und es erschienen jene, die sagten, der große Wurm war niemals und ist auch jetzt nicht. Und die anderen warteten darauf, dass der große Wurm zurückkehrt und sie bestraft, dass er sie mit dem Licht seiner Augen versenkt, ihre Körper auffrisst und die Gänge, in denen sie leben, zum Einsturz bringt. Doch der Wurm kehrte nicht zurück, sondern weinte nur über die Menschen, und seine Tränen stiegen aus der Tiefe auf und überschwemmten die unteren Gänge. Und da sprachen jene, die sich von ihrem Schöpfer losgesagt hatten, uns hat niemand erschaffen, wir waren schon immer da. Wunderschön und mächtig ist der Mensch. Er kann unmöglich von einem Erdwurm erschaffen worden sein. Und sie sprachen, die ganze Erde ist unser, sie war unser und wird unser sein. Und die Gänge darin hat nicht der große Wurm gemacht, sondern wir und unsere Vorfahren. Und sie entzündeten das Feuer und begannen die Geschöpfe zu töten, die der große Wurm erschaffen hatte, und sprachen, das ganze Leben ringsum ist unser, und alles hier dient nur dazu, unseren Hunger zu stillen. Und sie schufen Maschinen, um schneller töten zu können, um den Tod zu säen, um das Leben, das der große Wurm erschaffen hatte, zu zerstören und sich die Welt untertan zu machen. Doch noch immer erhob er sich nicht aus den Tiefen, in die er sich zurückgezogen hatte. Und sie lachten und brachen weiter seine Gebote. Um ihn zu erniedrigen, beschlossen sie, solche Maschinen zu bauen, die sein Angesicht widerspiegeln sollten. Und sie schufen solche Maschinen und betraten ihr Innerstes und sagten lachend, nun können wir dem großen Wurm selbst lenken und nicht nur einen, sondern Dutzende. Es schlägt Licht aus den Augen dieser großen Würmer und der Donner hallt, wenn sie kriechen und die Menschen kommen aus ihrem Leib. Wir haben den Wurm erschaffen, nicht der Wurm uns, aber selbst dies genügte ihnen nicht. In ihren Herzen wuchs der Hass, und so beschlossen sie, die Erde, auf der sie lebten, zu zerstören. Und sie schufen tausende verschiedener Maschinen, die Flammen hervorstießen, Eisen spien und die Erde in Stücke zerrissen. Und sie begannen, die Erde und alles Lebende, was darauf war, zu vernichten. Und da ertrug es der große Wurm nicht mehr und verfluchte sie. Und er nahm ihnen seine wertvollste Gabe, den Verstand. Und es überkam sie der Wahnsinn und sie richteten ihre Maschinen aufeinander und begannen, einander zu töten. Sie erinnerten sich nicht, warum sie es taten, doch innehalten konnten sie nicht mehr. So bestrafte der große Wurm die Menschen für ihren Hochmut. Aber nicht alle, fragte eine kindliche Stimme. Nein, es gab jene, die den großen Wurm stets in Ehren gehalten hatten und ihn noch immer anbeteten.
Sie sagten sich los von den Maschinen und vom Licht und lebten im Frieden mit der Erde. Sie retteten sich und der große Wurm vergaß ihre Treue nicht und ließ ihnen den Verstand und versprach, ihnen die ganze Welt zu geben, sobald seine Feinde fielen. Und so wird es sein. Und so wird es sein, erwiderten Tron und die kindliche Stimme im Chor. Die Stimme kam Atjom bekannt vor. Oleg, rief er. Keine Antwort. Bis zum heutigen Tag leben die Feinde des großen Wurms in seinen Gängen, denn sie wissen nicht, wo sie sich sonst verbergen können. Aber noch immer vergöttern sie ihn nicht, sondern ihre Maschinen. Die Geduld des großen Wurms ist enorm und sie hat viele Jahrhunderte menschlicher Untaten ertragen. Doch sie ist nicht unendlich. Es ist geweissagt, wenn er zu seinem letzten Schlag gegen das dunkle Herz des feindlichen Landes ausholen wird, wird ihr Wille gebrochen. Und die Welt wird den guten Menschen gehören. Es ist geweissagt, dass die Stunde kommen wird, da der große Wurm die Flüsse zu Hilfe rufen wird und die Erde und die Luft. Und die Erdmassen werden sich senken, schäumende Ströme werden hervorbrechen und das dunkle Herz des Feindes wird hinabstürzen ins Nichts. Und dann wird der Gerechte endlich triumphieren. Und der Rechtschaffene wird ein glückliches Leben ohne Krankheit haben und sich an Pilzen satt essen und Vieh im Überfluss haben. Eine Flamme leuchtete auf. Atjom war es gelungen, sich einigermaßen mit dem Rücken an der Wand abzustützen. So musste er sich nicht mehr krampfhaft verbiegen, um die Menschen jenseits des Gitters sehen zu können. Auf dem Boden saß mit dem Rücken zu ihm ein kleiner Junge. Er hatte die Beine im Schneidersitz verschränkt. Über dem Jungen ragte die vertrocknete Gestalt des Priesters auf, beleuchtet vom Schein des Feuerzeugs in dessen Hand. Der Wilde lehnte am Türstock daneben und hielt sein Blasrohr in der Hand. Alle Augen waren auf den Alten gerichtet, der soeben seine Erzählung beendet hatte. Atjom drehte mühsam den Kopf und blickte zu Anton hinüber, der in jener verkrampften Haltung erstarrt war, in der ihn die lähmende Nadel getroffen hatte. Er starrte an die Decke, konnte seinen Sohn nicht sehen, doch vermutlich hörte er alles. »Steh auf, mein Sohn, und sieh dir diese Menschen an«, sagte der Priester. Sogleich sprang der Junge auf und drehte sich zu Atjom um. Es war Oleg. »Geh näher hin. Erkennst du jemanden von diesen beiden?« »Ja«, der Junge nickte, »das da ist mein Papa, und mit diesem Onkel haben wir gemeinsam eure Lieder angehört, im Tunnel.« »Dein Papa und sein Freund sind schlechte Menschen. Sie haben Maschinen gebaut, um den großen Wurm zu erniedrigen. Weißt du noch, was du mir und Onkel Wartan über den Beruf deines Vaters erzählt hast?« »Ja.« Der Alte nahm das Feuerzeug in die Hand. »Erzähl es uns noch einmal.« »Mein Papa hat bei den Raketentruppen gearbeitet. Er ist ein Raketenexperte. Ich wollte auch so werden wie er, wenn ich groß bin.« Atjoms Kehle schnürte sich zusammen. Warum hatte er es nicht gleich erraten? Daher hatte der Junge also das Abzeichen bekommen. Und deswegen hatte er so selbstbewusst getönt, dass auch er ein Raketenexperte sei. Ein geradezu unmöglicher Zufall. In der ganzen Metro gab es nur noch einige wenige Menschen, die bei den Raketenstreitkräften gedient hatten. Und nun waren zwei davon zur gleichen Zeit an der Kiewskaja aufgetaucht. Oder war es vielleicht gar kein Zufall? »Ein Raketenexperte! Diese Menschen haben der Welt mehr Schaden zugefügt als alle anderen zusammen. Sie haben jene Maschinen losgeschickt,
die die Erde und fast das ganze Leben darauf verbrannt und vernichtet haben. Der große Wurm vergibt vielen, die in die Irre geraten sind. Doch diejenigen, die den Befehl gaben, die Welt zu zerstören und darin den Tod zu sehen, und jene, die diesen Befehl ausgeführt haben, können von ihm keine Gnade erwarten. Wieder klang die Stimme des Alten metallisch und unerbittlich. Dein Vater hat dem großen Wurm unerträglichen Schmerz zugefügt. Dein Vater hat mit seinen eigenen Händen unsere Welt zerstört. Weißt du, was er dafür verdient? Den Tod? Fragte der Junge unsicher. Sein Blick irrte zwischen dem Priester und seinem Vater, der noch immer zusammengekrümmt auf dem Boden des Käfiglags hin und her. Den Tod, bekräftigte der Priester. Er muss sterben. Je früher die bösen Menschen sterben, die dem großen Wurm Schmerzen zugefügt haben, desto eher wird seine Verheißung in Erfüllung gehen und die Welt wird auferstehen und den guten Menschen gehören. Dann muss Papa sterben. Bravo! Der Alte strich dem Jungen zärtlich über den Kopf. Und jetzt lauf und spiel weiter mit Onkel Wartan und den anderen Kindern. Aber sei vorsichtig in der Dunkelheit. Fall nicht hin. Tron, begleite ihn. Ich bleibe hier noch etwas sitzen. Komm in einer halben Stunde mit den anderen zurück und bring die Säcke mit. Wir werden sie zubereiten. Das Licht erlosch. Bald darauf verklangen die schlurfenden Schritte des Wilden und das leichte Tappen der Kinderfüße in der Ferne. Dann räusperte sich der Priester und sagte, »Ich will mich mit dir ein wenig unterhalten, wenn du nichts dagegen hast. Normalerweise machen wir keine Gefangenen, nur die Kinder, denn unsere eigenen sind schon von Geburt an schwach und krank. Die Erwachsenen schaffen sie meistens betäubt heran. Ich würde gerne noch mit ihnen sprechen und sie selbst hätten wohl auch nichts dagegen. Aber leider werden sie oft zu früh gegessen. Aber sie bringen ihnen doch bei, dass es schlecht ist, andere Menschen zu essen, sagte Artyom. Dass der Wurm dann weint und so weiter. Nun, wie soll ich sagen? Das ist für die Zukunft. Ihr beide werdet diesen Moment natürlich nicht mehr überleben. Und auch ihr nicht. Aber wir legen jetzt die Grundlage für die Zivilisation der Zukunft, die im Frieden mit der Natur leben wird. Für sie ist der Kannibalismus ein notwendiges Übel. Verstehst du, ohne tierisches Eiweiß kommen wir nicht weit. Aber die Überlieferung bleibt bestehen. Und sobald sie ihresgleichen nicht mehr unbedingt töten und auffressen müssen, werden sie damit aufhören. Und dann wird der große Wurm sich in Erinnerung bringen. Schade nur, dass ich diese herrliche Zeit nicht mehr erleben werde. Der Alte lachte wieder sein unangenehmes Lachen. Wissen Sie, ich habe schon ziemlich viel in der Metro erlebt. An einer Station graben sie nach dem Höllentor. An einer anderen sagen sie, dass die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse bereits geschlagen ist und die Überlebenden ins Reich Gottes kommen werden. Nach all dem klingt die Geschichte mit dem Wurm nicht gerade überzeugend. Glauben Sie denn überhaupt selbst daran? Der Alte verzog den Mund. Pah, was macht es für einen Unterschied, ob ich oder die anderen Priester daran glauben? Du hast ohnehin nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich erzähle dir jetzt mal was. Man ist ja zu niemandem so offen wie zu einem, der die Enthüllungen demnächst mit ins Grab nimmt. Woran ich glaube, hat keine Bedeutung. Wichtig ist, woran die Menschen glauben. Es ist nicht leicht, an einen Gott zu glauben, den du selbst erschaffen hast. Der Priester dachte kurz nach.
Dann fuhr er fort. Wie soll ich dir das erklären? Ich habe seinerzeit Philosophie und Psychologie studiert, obwohl dir das kaum was sagen wird. Einer meiner Professoren unterrichtete kognitive Psychologie. Ein äußerst kluger Mann. Er konnte den gesamten Denkprozess bis ins Detail analysieren. Eine höchst interessante Vorlesung. Wie wohl jeder in diesem Alter, stellte ich mir damals die Frage, ob es Gott gibt. Ich las verschiedene Bücher, saß bis in die Morgenstunden in der Küche, diskutierte darüber. Naja, wie das eben so ist. Ich war eher der Meinung, dass es ihn nicht gibt. Und irgendwie war ich überzeugt, dass mir nur jener Professor, ein großer Kenner der menschlichen Seele, auf diese Frage eine genaue Antwort geben konnte. Also ging ich zu ihm ins Büro, um ein Referat zu besprechen, und fragte ihn anschließend ganz nebenbei, »Was meinen Sie, Iwan Mikhailitsch, gibt es ihn, Gott?« Er hat mich damals sehr überrascht. »Mir«, sagte er, »stellt sich diese Frage gar nicht. Ich komme aus einer gläubigen Familie und habe mich an den Gedanken gewöhnt, dass er existiert. Aus psychologischer Sicht will ich den Glauben gar nicht erst analysieren. Und überhaupt ist das für mich weniger eine Frage grundsätzlichen Wissens, sondern alltäglichen Handelns. Mein Glaube besteht nicht darin, dass ich aufrichtig überzeugt bin von der Existenz einer höheren Macht, sondern darin, dass ich die Gebote einhalte, vor dem Schlafengehen bete und in die Kirche gehe. Ich fühle mich dann besser und werde ruhiger. So ist das. Der Alte verstummte. Nach einer Minute platzte Atyom heraus. Und? Nichts und. Ob ich an den großen Wurm glaube oder nicht, ist nicht so wichtig. Doch Gebote, die von göttlichen Lippen verkündet werden, überdauern Jahrhunderte. Es braucht gar nicht viel. Man muss nur einen Gott schaffen und ihm beibringen, die richtigen Worte zu sprechen. Und glaube mir, der große Wurm ist nicht schlechter als andere Götter und wird viele davon überleben. Atyom schloss die Augen. Weder Dron noch der Führer dieses wunderlichen Stammes, ja nicht einmal solch seltsame Geschöpfe wie Wartan, hatten offenbar jemals an der Existenz des großen Wurms gezweifelt. Für sie war er gegeben, war die einzige Erklärung dessen, was sie um sich sahen, die einzige Handlungsweise, das einzige Maß für Gut und Böse. Woran konnte ein Mensch denn sonst glauben, der in seinem Leben nichts anderes als die Metro gesehen hatte? Doch an dem Mythos vom großen Wurm war noch etwas, was Atyom nicht verstand. Warum retzen sie gegen die Maschinen? Strom, Licht, Feuerwaffen? Wie soll ihr Volk ohne all das überleben? Was an Maschinen schlecht ist? Die Stimme des Alten klang auf einmal gar nicht mehr so gespielt, liebenswürdig und geduldig wie eben. Willst du mir in der letzten Stunde deines Lebens etwa noch vom Nutzen der Maschinen predigen? Sieh dich doch um! Nur ein Blinder erkennt nicht, dass die Menschheit ihren Untergang einer Tatsache zu verdanken hat. Sie hat sich zu sehr auf die Maschinen verlassen. Wie kannst du es wagen, hier an meiner Station über die Bedeutung der Technik zu schwadronieren? Pah, Abschaum! Atyom hätte nicht gedacht, dass diese verhältnismäßig harmlose Frage bei dem Alten so eine Reaktion auslösen würde. Da er nichts zu erwidern wusste, schwieg er. In der Dunkelheit atmete der Priester schwer, stieß unverständliche Flüche aus und versuchte sich zu beruhigen. Erst nach einigen Minuten hatte er sich wieder in der Gewalt und sagte, »Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, mit Ungläubigen zu sprechen«, »Richtig verplaudert hab ich mich mit dir. Wo bleibt denn das Jungvolk so lange?
Die müssten eigentlich längst die Säcke gebracht haben. Was für Säcke? Sie werden euch jetzt zubereiten. Als ich vorhin von Folter sprach, habe ich mich nämlich nicht korrekt ausgedrückt. Dem großen Wurm sind jegliche sinnlose Grausamkeiten zuwider. Wozu foltern, wenn einer von sich aus bereits alle Fragen beantwortet hat? Ich meinte etwas anderes. Als ich und meine Kollegen begriffen, dass sich das Phänomen Kannibalismus hier bereits etabliert hatte und nichts mehr dagegen zu unternehmen war, beschlossen wir, uns wenigstens um die kulinarische Seite der Angelegenheit zu kümmern. Und da erinnerte sich einer von uns daran, wie in Korea Hunde zubereitet werden. Man steckt sie lebend in einen Sack und schlägt sie mit Prügeln tot. Das Fleisch gewinnt dadurch an Qualität. Es wird weich und zart. Was für den einen multiple Hämatome sind, ist für den anderen sozusagen ein geklopftes Schnitzel. Also nehmt es uns bitte nicht übel. Ich könnte mir durchaus vorstellen, zuerst den Exitus herbeizuführen und dann prügeln zu lassen. Aber leider sind innere Blutungen ein absolutes Muss. Rezept ist Rezept. Der Alte entzündete das Feuerzeug, um zu sehen, welchen Effekt seine Worte erzielt hatten. Dann wandte er den Kopf nach hinten. Das dauert aber lange. Hoffentlich ist nichts. Ein markerschütterndes Kreischen unterbrach ihn mitten im Satz. Artyom hörte Schreie, Laufen, weinende Kinder und ein unheilvolles Zischen. Draußen war etwas passiert. Der Priester horchte nervös. Dann löschte er die Flamme und verhielt sich still. Einige Minuten später stapften schwere Stiefel auf der Schwelle und eine tiefe Stimme donnerte: Ist da wer? Ja, wir sind hier, Artyom und Anton, schrie Artyom aus Leibeskräften. Hoffentlich trug der Alte nicht irgendwo ein Blasrohr mit Giftpfeilen herum. Hier sind sie, rief jemand. Gib mir und dem Jungen Deckung. Ein gleißendes Licht fiel durch die Tür herein. Der Priester rannte zum Ausgang, doch eine Gestalt blockierte ihm den Weg und brachte ihn mit einem Schlag gegen den Hals zu Fall. Der Alte krächzte kurz auf und blieb auf dem Boden liegen. Die Tür! Sichere die Tür! Etwas krachte, Kalk rieselte von der Decke und Artyom kniff die Augen zusammen. Als er sie wieder öffnete, standen zwei Männer im Raum. Sie sahen sehr ungewöhnlich aus. So einen Aufzug hatte er noch nie gesehen. Beide trugen lange, schwere Schutzwesten über ihren eng anliegenden schwarzen Uniformen und waren mit ungewöhnlich kurzen Automatikgewehren mit Laserzielvorrichtung und Schalldämpfer bewaffnet. Der fremdartige Eindruck wurde noch verstärkt durch massive Titanhelme mit Visier, wie bei den Sondereinsatzkräften der Hanse, sowie große Metallschilde mit Sichtschlitzen, deren Funktion Artyom nicht verstand. Einer der Männer hatte sich zudem einen tragbaren Flammenwerfer auf den Rücken geschnallt. Zuerst suchten sie den Raum mit langen, leistungsstarken Taschenlampen ab, die von Ferne eher wie Schlagstöcke aussahen. Dann fragte der eine: Die da? Ja, bestätigte der andere. Der erste besah sich kurz das Schloss der Tür des Käfigs, trat zurück, machte ein paar Schritte und trat mit dem Stiefel gegen das Gitter. Die rostigen Scharniere gaben nach und die Tür krachte einen halben Schritt von Artyom entfernt auf den Boden. Einer der beiden Männer kniete sich neben ihn und hob das Visier. Nun war alles klar. Es war Melnik, der ihn prüfend anblickte. Mit einem breiten, gezackten Messer durchtrennte der Stalker die Drähte um Artyoms Arme und Beine. Dann befreite er Anton auf die gleiche Weise von seinen Fesseln. Du lebst also noch, stellte er zufrieden fest. Kannst du gehen? Artyom nickte, doch er kam nicht hoch. Seine tauben Glieder wollten ihm noch nicht gehorchen. Weitere Männer kamen in den Raum gelaufen. Zwei davon gingen sogleich an der Tür in Stellung.
Insgesamt bestand der Trupp aus 8 Kämpfern. Sie waren fast genauso gekleidet und ausgestattet wie Melnik. Einige von ihnen trugen noch zusätzlich lange Ledermäntel, ähnlich wie Hunter. Einer hatte ein Kind unter dem Arm, das er mit seinem Schild schützte. Nun ließ er den Jungen auf den Boden herab. Dieser kam sofort in die Zelle gelaufen und beugte sich über Anton. Papa, Papa, ich hab sie absichtlich angelogen und so getan, als ob ich für sie bin. Ehrlich, ich hab dem Onkel gezeigt, wo du bist. Verzeih mir, Papa. Papa, sag doch was. Oleg war den Tränen nahe. Anton starrte gleichgültig mit gläsernen Augen an die Decke. Artyom fürchtete schon, die zweite Betäubungsnadel innerhalb eines Tages könnte für den Kommandeur der Wache die letzte gewesen sein. Doch Melnik legte die Zeigefinger an dessen Hals und konstatierte nach wenigen Sekunden: Alles in Ordnung. Er lebt. Her mit der Trage. Während Artyom ihm von der Wirkung der Nadeln erzählte, klappten zwei der Kämpfer auf dem Boden eine Stofftrage aus und legten Anton darauf. Nun begann sich auch der Alte wieder zu regen und etwas vor sich hin zu murmeln. »Wer ist denn das?« fragte Melnik. Als er Artyoms Antwort vernommen hatte, beschloss er: »Wir nehmen ihn mit als lebendes Schild. Wie ist die Lage?« »Alles ruhig«, meldete einer der Kämpfer an der Tür. »Rückzug durch den Tunnel, aus dem wir gekommen sind«, verkündete der Stalker. »Wir müssen mit dem Verletzten zur Basis zurück und die Geisel dort verhören. Da, nimm!« Er warf Artyom eine Kalaschnikow zu. »Wenn alles normal verläuft, wirst du das nicht brauchen. Du hast keine Schutzkleidung an, also bleibst du hinter unserer Deckung. Achte auf den Kleinen!« Artyom nickte und nahm Oleg an der Hand. Nur mit Mühe konnte er ihn von der Trage losreißen, auf der sein Vater lag. »Wir bilden eine Schildkröte«, lautete Melniks Befehl. Im nächsten Augenblick hatten die Kämpfer mit nach außen gestellten Schilden ein Oval gebildet, über dem nur noch ihre Helme zu sehen waren. 4 von ihnen ergriffen mit den freien Händen die Trage. Artyom und der Junge befanden sich innerhalb dieser Formation, geschützt durch die Schilde. Der gefangene Alte wurde geknebelt, seine Hände auf dem Rücken gefesselt. Dann stellten sie ihn vorn an die Spitze der Einheit. Zuerst versuchte er sich zu befreien, doch nach ein paar kräftigen Stößen hielt er still und blickte verdrießlich zu Boden. Als Augen der Schildkröte fungierten die beiden vorderen Kämpfer. Sie hatten besondere, direkt auf ihren Helmen montierte Nachtsichtgeräte, sodass die Hände frei blieben. Auf ein Kommando duckten sie sich alle zusammen, bis ihre Schilde die Beine bedeckten. Dann begannen sie sich schnell vorwärts zu bewegen. Eingeklemmt zwischen den Kämpfern zog Artyom Oleg mit sich, der kaum Schritt halten konnte. Er selbst sah überhaupt nichts. Was da draußen vor sich ging, erriet er nur anhand der abgehackten Sätze, die zwischen den Männern hin und her flogen. »3 rechts, Frauen, ein Kind! Links, im Bogen, Achtung, Beschuss!« Mehrere Nadeln prallten gegen eines der Metallschilder. »Eliminieren!« Als Antwort ertönte die trockene Salve eines Sturmgewehrs. »Einer, 2, weiter, weiter!« »Hinten, Lomov!« Wieder Schüsse. »Hey, wohin wollt ihr denn? Da geht's nicht durch!« »Vorwärts, hab ich gesagt! Rollt die Geisel fest!« Oh, »verdammt, knapp am Auge vorbei!« »Halt, stehen bleiben!« »Was ist?« »Alles blockiert. Es sind vielleicht 40 Mann. Und Barrikaden.« »Weit weg?« 20 Meter. Kein Beschuss.« »Achtung! Sie kommen von der Seite!« »Wie haben Sie bloß die Barrikaden so schnell aufgebaut?« Auf einmal prasselte ein wahrer Regen von Nadeln auf sie herab. Auf ein Signal gingen alle in die Knie, sodass sie nun vollkommen hinter ihrem Panzer verschwanden. Artyom beugte sich schützend über den Jungen. Die 4 Kämpfer stellten die Trage mit Anton auf den Boden ab. Nun hatten sie doppelt so viele Schützen. »Nicht reagieren! Nicht reagieren! Wir warten!
Meine Stiefel hat's erwischt. Licht bereithalten. Auf drei. Lampen und Feuer. Wer Nachtsichtgeräte hat, wählt sein Ziel jetzt. Eins. Die halten ganz schön drauf. Zwei. Drei. Zeitgleich flammten mehrere starke Taschenlampen auf und die Gewehre ratterten los. Irgendwo vorne hörte man Schreie und das Stöhnen tödlich Getroffener. Dann brach das Feuer plötzlich ab. Artyom horchte. Da, da mit der weißen Fahne, geben die etwa auf? Feuer einstellen, wir verhandeln, stellt die Geisel raus. Hey, du Halunke, was soll das? Ich hab ihn schon, keine Sorge. Ganz schön schnell für sein Alter. Wir haben euren Priester. Lasst uns gehen, rief Melnik. Lasst uns in den Tunnel zurückkehren. Ich wiederhole, lasst uns gehen. Also, was ist? Was ist? Keine Reaktion. Verstehen die uns überhaupt? Leuchtet den da mal ein bisschen besser an. Lasst mal sehen. Dann brachen die Gespräche ab. Die Kämpfer schienen in nachdenkliches Schweigen vertieft. Zunächst verstummten jene, die vorne standen, dann auch die Nachhut. Es folgte eine angespannte, unheilvolle Stimme. Was ist? Fragte Artyom beunruhigt. Niemand antwortete ihm. Die Männer rührten sich nicht mehr. Plötzlich bemerkte Artyom, dass der Junge mit vor Aufregung schweißnassen Fingern seine Hand drückte. Er zitterte. Ich spüre es, flüsterte er. Er schaut sie an. Und auf einmal hörte Artyom Melnik sagen, die Geisel freilassen! Die Geisel freilassen! Wiederholte ein zweiter Kämpfer. Jetzt hielt es Artyom nicht mehr aus. Er reckte sich und blickte über die Schilde und Helme hinweg nach vorne. Dort, 10 Schritte von ihnen entfernt, stand im Schnittpunkt dreier blendender Lichtkegel, die Augen weit geöffnet, ein hochgewachsener, gebeugter Mann mit einem weißen Tuch in der ausgestreckten, knotigen Hand. Aus dieser Entfernung war er gut zu erkennen. Zu gut. Es war eines dieser Wesen, wie jener Wartan, der ihn noch vor ein paar Stunden verhört hatte. Artyom duckte sich wieder hinter die Schildmauer und entsicherte sein Gewehr. Noch immer sah er die Szene vor sich. Unheimlich und faszinierend zugleich erinnerte sie ihn an das Buch »Die Mythen des antiken Griechenlands«. Eine der Legenden hatte von einem Ungeheuer in Menschengestalt erzählt, dessen Blick viele mutige Krieger zu Stein verwandelt hatte. Artyom holte tief Luft, konzentrierte sich auf einen Punkt, verbot sich, dem Hypnotiseur ins Gesicht zu sehen, stand plötzlich wie ein Springteufelchen wieder über dem Schildwall und drückte ab. Nach dem seltsam lautlosen Kampf, den die Widersacher mit schallgedämpften Schusswaffen und Blasrohren geführt hatten, schien der Feuerstoß seiner Kalaschnikow das Gewölbe der Station zu erschüttern. Obwohl er überzeugt war, dass er aus dieser Entfernung sein Ziel nicht verfehlen konnte, geschah das, was er am meisten gefürchtet hatte. Auf unfassliche Weise hatte das Wesen seine Bewegung vorausgeahnt und als Artyoms Kopf über den Schilden auftauchte, geriet sein Blick in die Falle jener toten Augen. Es gelang ihm zwar, den Abzug zu betätigen, doch eine unsichtbare Hand drückte den Lauf zur Seite. Fast die gesamte Gabe verfehlte ihr Ziel. Nur eine Kugel grub sich dem Wesen in die Schulter. Es gab einen hässlichen, kehligen Laut von sich und verschwand mit einer unmerklichen Bewegung in der Dunkelheit. Das gibt uns ein paar Sekunden, dachte Artyom. Nur ein paar Sekunden. Als Melniks Einheit die Station überfallen hatte, war der Überraschungseffekt auf ihrer Seite gewesen. Doch nun, da die Wilden ihre Verteidigung organisiert und ihre Geisterwesen vorgeschickt hatten, war die Chance, die Barriere dort vorn zu überwinden, gleich null. Es blieb nur eines: einen anderen Fluchtweg zu suchen. Artyom musste an die Worte seines Bewachers denken,
denen zufolge von dieser Station Tunnel in unbekannte Richtungen führten, die auf keiner Karte verzeichnet waren. »Gibt es hier andere Tunnel?«, fragte er Oleg. »Dort, hinter dem Übergang, gibt es noch eine Station. Die sieht genauso aus, fast wie im Spiegel.« Der Junge deutete in die Richtung. »Wir haben da gespielt. Dort gibt es auch Tunnel, aber sie haben uns verboten, da hineinzugehen.« »Rückzug zum Übergang!« brüllte Artyom und versuchte, seine Stimme so tief klingen zu lassen wie Melniks Bass. »Was zum Teufel?« fauchte der Stalker plötzlich. Offenbar kam er wieder zu sich. Artyom packte ihn an der Schulter. »Schnell! Sie haben dort einen Hypnotiseur! Wir können die Barriere nicht durchbrechen! Aber es gibt einen anderen Ausgang, auf der anderen Seite!« »Stimmt! Es gibt diese Station ja doppelt!« Melnik wandte sich seinen Männern zu. »Wir ziehen uns zurück! Die Barrikade kontrollieren! Alle zurück! Marsch, marsch!« Nun setzten sich auch die anderen langsam, fast unwillig in Bewegung. Melnik feuerte sie immer wieder mit seinen Befehlen an, bis sie sich umformiert hatten und der Rückzug begann, ehe neue Nadeln aus der Dunkelheit herangeflogen kamen. Sie befanden sich bereits auf den Stufen, die zum Übergang hinaufführten, als plötzlich der Kämpfer, der als letztes ging, aufschrie und sich an die Wade griff. Ein paar Sekunden lang sah Artyom im Schein der Taschenlampe, wie der Verletzte mit immer steifer werdenden Beinen auf der Schwelle trat. Dann packte ihn ein furchtbarer Krampf. Er verdrehte sich wie ein ausgefrungener Lappen und fiel polternd zu Boden. Die Männer blieben stehen. Unter dem Schutz ihrer Schilde rannten zwei zurück, um ihren Kameraden aufzuheben. Doch es war zu spät. Sein Körper war blau angelaufen und Schaum stand vor seinem Mund. Artyom wusste, was das bedeutete, und Melnik offenbar auch. »Nimm seinen Schild, Helm und die Waffe«, befahl er Artyom. Dann rief er den anderen zu. »Weiter, weiter!« Der Titanhelm war mit dem widerlichen Schaum völlig verschmiert und Artyom brachte es nicht fertig, ihn vom Kopf des Toten zu ziehen. Also begnügte er sich mit dem Sturmgewehr und dem Schild. Er feuerte einmal im Halbkreis nach hinten, in der Hoffnung, die in der Dunkelheit verborgenen Mörder abzuschrecken, nahm den Platz des Kämpfers am Ende der Formation ein, schirmte sich mit dem Schild ab und folgte den anderen. Nun liefen sie fast. Einer der Kämpfer warf eine Rauchbombe und in dem entstandenen Nebel stiegen sie auf die Gleise hinab. Ein weiterer Mann schrie dabei überrascht auf und fiel zu Boden. Artyom wagte es nicht, hinter seinem Schild hervorzublicken. Er feuerte ein paar Mal auf gut Glück irgendwo hin. Dann trat plötzlich eine merkwürdige Stille ein. Es flogen keine Nadeln mehr, obwohl die vielen Schritte und das Stimmengewirr ringsum nur bedeuten konnten, dass die Wilden ihnen noch immer auf den Fersen waren. Artyom nahm all seinen Mut zusammen und lugte hervor. Melniks Männer standen etwa 10 Meter vom Tunneleingang entfernt. Die ersten Kämpfer gingen bereits hinein, während zwei sich umgedreht hatten, mit ihren Taschenlampen die Umgebung ableuchteten und den übrigen Deckung gaben. Doch dies war nicht mehr nötig. Die Wilden schienen ihnen nicht in den Tunnel folgen zu wollen. Sie drängten sich im Halbkreis um sie herum, hatten ihre Blasrohre gesenkt, schützten sich mit den Händen vor den blendenden Strahlen der Taschenlampen und warteten auf etwas. »Feinde von großer Wurm, hört!« Aus der Menge trat der bärtige Anführer hervor, der während des Verhörs die Anweisungen gegeben hatte. »Feinde gehen in heilige Gänge von großer Wurm, gute Menschen folgen nicht. Heute dort gehen verboten, große Gefahr, Tod, Verdammnis. Feinde lassen alten Priester frei und gehen.« »Nicht freilassen! Hört nicht auf ihn!« ordnete Melnik sofort an. »Rückzug fortsetzen!« Vorsichtig gingen sie weiter. Artyom und die anderen beiden Kämpfer am Ende der Formation gingen dabei rückwärts und ließen die Station nicht aus den Augen. Zuerst folgte ihnen niemand.
Aber von der Station drangen Stimmen an ihr Ohr. Jemand stritt sich mit den anderen, zuerst leise, doch dann hörten sie, wie er schrie: Dron kann nicht! Dron muss gehen! Mit Meister! Verbot zu gehen! Bleib! Plötzlich stürzte eine schwarze Gestalt mit solcher Geschwindigkeit aus der Dunkelheit in das Licht ihrer Taschenlampen, dass sie kaum richtig ins Visier nehmen konnten. Dahinter zeigten sich bereits einige andere. Einer der Kämpfer versuchte vergebens, den Wilden zu erfassen und schleuderte schließlich eine Warnung heraus. Hinlegen! Granate! Artyom warf sich auf die Schwellen, bedeckte mit den Armen den Kopf und öffnete den Mund, wie es ihm sein Stiefvater beigebracht hatte. Ein unvorstellbares Donnern schlug gegen seine Ohren und eine Stoßwelle von betäubender Kraft drückte ihn auf den Boden. So lag er einige Minuten benommen da. In seinem Kopf dröhnte es, bunte Flecken schwammen vor seinen Augen. Die ersten Laute, die er bewusst hörte, waren unbeholfene, sich ewig wiederholende Worte. Nein, nein, nicht schieß, nicht schieß, nicht schieß, Dron ohne Waffe, nicht schieß. Artyom hob den Kopf und sah sich um. Im Schein der Taschenlampen stand dort mit erhobenen Armen jener Wilde, der sie bewacht hatte, als sie im Käfig gelegen hatten. Zwei Kämpfer hielten ihn in Schach und warteten auf weitere Befehle. Die anderen erhoben sich und klopften sich ab. In der Luft hing schwerer Steinstaub und aus der Richtung, in der die Station lag, kam ätzender Rauch. Jemand fragte: Was? Komplett eingestürzt? Von einer einzigen Granate. Ich sag dir, die Metro wird nur von Fliegendreck zusammengehalten. Na, wenigstens sind wir die jetzt los, bis sie die ganzen Steine weggeräumt haben. Fesselt den Wilden und nehmt ihn mit, ordnete Manic an, der hinzugetreten war. Wir gehen weiter, die Zeit drängt. Wer weiß, wann sie wieder zu sich kommen. Erst nach einer Stunde machten sie Rast. In der Zwischenzeit teilte sich der Tunnel mehrmals und der Stalker, der vorausging, bestimmte, welche Abzweigung zu nehmen war. An einer Stelle sahen sie in der Wand enorme Eisenscharniere, die einst mächtige Türflügel getragen hatten. Daneben lagen die Trümmer eines hermetischen Tors. Ansonsten trafen sie nichts Interessantes an. Der Tunnel war schwarz, leer und ohne Leben. Sie kamen nur langsam voran, denn der gefangene Alte hielt sich kaum noch auf den Beinen. Einige Male stolperte er und fiel hin. Auch Dron bewegte sich zögerlich vorwärts und murmelte die ganze Zeit etwas von Verboten und Flüchen, sodass sie ihm schließlich einen Knebel anlegten. Als Melnik endlich gestattete, eine Pause einzulegen und je einen Posten mit Nachtsichtgerät 50 Meter in beide Richtungen schickte, sank der Priester erschöpft zu Boden. Der geknebelte Wilde gab so inständige Laute von sich, dass seine Bewacher ihn schließlich zu dem Alten brachten. Er ließ sich vor dem Priester auf die Knie nieder und begann mit gefesselten Händen seinen Kopf zu streicheln. Der kleine Oleg lief zu der Trage, auf der sein Vater lag, und begann zu weinen. Antons Lähmung hatte nachgelassen, doch er war noch immer ohnmächtig, wie nach der ersten Nadel. Melnik hatte unterdessen Artyom zur Seite gewunken und dieser platzte fast vor Neugier. »Wie habt ihr uns gefunden? Ich dachte schon, das war's. Jetzt fressen sie uns auf.« »Wir mussten gar nicht lange suchen. Ihr hattet die Tresine ja direkt unter der Luke zurückgelassen. Die Wachen hatten sie schon nach einer halben Stunde entdeckt, als Anton zum Tee nicht wieder da war. Sie wagten sich nur nicht selbst hinein. Daher ließen sie einen Posten zurück und informierten den Stationschef.« Ich bin an der Station angekommen, kurz nachdem du verschwunden bist. Ich musste erst noch Verstärkung von unserer Basis an der Smolenskaja holen. Wir haben uns beeilt, aber alles braucht eben seine Zeit. Und bis wir unsere Ausrüstung zusammen hatten. Jedenfalls habe ich erst an der Majakowskaja begriffen, was los war.
Auch dort gibt es einen verschütteten Seitentunnel. Wir trennten uns, Tretjak und ich, auf der Suche nach dem Eingang zu D6. Wir waren jeder höchstens 3 Minuten allein unterwegs, als ich ihm etwas zurufe. Doch keine Antwort. Die Entfernung zwischen uns kann nicht mehr als 50 Meter betragen haben. Ich laufe zurück. Da liegt er schon ganz blau und angeschwollen und die Lippen sind voll von diesem Dreck. Jetzt war natürlich nichts mehr mit Suchen. Ich habe ihn an den Beinen genommen und zur Station zurückgezogen. Währenddessen habe ich mich an Arkadi Semjonowitschs Geschichte von dem vergifteten Posten erinnert. Ich habe Tretjak angeleuchtet und tatsächlich, da steckte eine Nadel in seinem Bein. So kam eins zum anderen. Ich habe dir dann schnell einen Boten geschickt, damit du auf mich wartest. Doch als ich zurückkehrte, warst du schon weg. Sind diese Wilden etwa auch an der Majakowskaja? Fragte Artjom verwundert. Wie kommen sie denn vom Park Popedi dahin? Genau das wollte ich dir erklären. Der Stalker nahm seinen Helm ab und stellte ihn auf den Boden. Nimm's mir nicht übel, aber wir sind nicht nur wegen dir zurückgekommen, sondern auch zu Aufklärungszwecken. Ich denke nämlich, dass es von hier auch einen Zugang zur Metro 2 gibt, durch den deine Menschenfresser bis zur Majakowskaja gekommen sind. Dort haben wir übrigens die gleiche Situation. Kinder verschwinden nachts von der Station. Weiß der Teufel, wo diese Typen noch überall herumhängen, wovon wir noch keinen blassen Schimmer haben. Das heißt, sie wollen sagen... Allein der Gedanke erschien Artjom so unglaublich, dass er nicht gleich laut auszusprechen wagte. Sie glauben, dass der Eingang zur Metro 2 irgendwo hier ist? Sollte das Tor zu D6... dem geheimnisvollen Schatten der Metro tatsächlich ganz in ihrer Nähe liegen. Artjom musste an all die Gerüchte, Märchen, Legenden und Theorien über die Metro 2 denken. Schon allein die Geschichte mit den unsichtbaren Beobachtern, von denen ihm die 2 seltsamen Kreuzer an der Poljanka erzählt hatten. Unwillkürlich sah er sich nach allen Seiten um, als erwarte er, das Unsichtbare zu erblicken. Ich sage dir noch etwas. Der Stalker zwinkerte ihm zu. Ich denke, wir sind bereits drin. Das war doch vollkommen unmöglich. Artjom lieh sich von einem Kämpfer eine Taschenlampe aus und begann die Wände des Tunnels zu untersuchen. Er merkte, dass ihm die anderen dabei verwundert zusahen und begriff, welch außerordentlich blöden Eindruck er machen musste. Doch er konnte einfach nicht anders. Dabei wusste er selbst nicht genau, was er zu sehen erhoffte. Gleise aus Gold, Menschen, die so lebten wie früher, im märchenhaften Überfluss, ohne Kenntnis von den Schrecken des heutigen Lebens. Götter! Er schritt den ganzen Abschnitt zwischen den beiden Außenposten ab, konnte aber nichts Außergewöhnliches entdecken und kehrte zu Melnik zurück, der gerade mit dem Mann sprach, der die beiden Gefangenen bewachte. Dieser erkundigte sich prosaisch. Was ist mit den Geiseln? Abschreiben! Erst unterhalten wir uns, erwiderte der Stalker. Er bückte sich und nahm erst dem alten, dann dem zweiten Gefangenen den Knebel aus dem Mund. Meister, Meister, begann der Wilde sogleich zu jammern. Drohn geht mit dir, Drohn bricht Verbot. Durch heilige Gänge gehen, bereit sterben durch Feinde von großer Wurm, wenn nur geht mit dir zum Ende. Was soll denn das? Was für ein Wurm und was für heilige Gänge? Fragte Melnik. Der Alte schwieg. Tron jedoch blickte ängstlich auf seine Bewacher und sagte hastig: Heilige Gänge von großer Wurm, Verbot für gute Menschen. Kann großer Wurm sich zeigen, Mensch kann sehen, Verbot sehen, nur Priester dürfen. Dron hat Angst, aber geht,
Drohn geht mit Meister. Der Stalker runzelte die Stirn. Was denn für ein Wurm? Großer Wurm ist Schöpfer des Lebens. Weiter heilige Gänge, nicht jeden Tag kann gehen. Gibt verbotene Tage, heute verbotener Tag. Wenn du großer Wurm siehst, wirst Asche. Wenn hörst, wirst verflucht, stirbst bald. Alle wissen, Ältere sagen. Manik sah Atjom an. Sind sie alle so? Nein, reden sie mit dem Priester. Euer Hochwohlgeboren, sprach Manik den Alten spöttisch an. Sie müssen mir verzeihen, ich bin nur ein alter Soldat und, wie soll ich sagen, der hohen Sprache nicht mächtig. Aber es gibt in ihrem Reich einen gewissen Ort, den wir suchen. Konkret gesagt, dort verbergen sich Feuerpfeile, Früchte des Zorns. Manik blickte forschend in das Gesicht des Alten, ob dieser auf eine seiner Metaphern reagierte. Doch der Priester schwieg beharrlich. Verwundert sahen Atjom und die anderen Männer zu, wie der Stalker nach immer neuen Formulierungen suchte. Heiße Göttertränen, Blitze des Zeus! Tja, lassen Sie das Theater, unterbrach ihn der Alte schließlich mit verächtlicher Stimme. Es ist unerträglich, wie Sie das Metaphysische mit Ihren dreckigen Soldatenstiefeln beschmutzen. Sofort ging Manik zum Geschäftlichen über. Raketen! Die Raketenbasis in der näheren Moskauer Umgebung. Der Ausgang aus einem der Tunnel der Majakowskaja. Sie wissen, wovon ich spreche. Wir müssen dringend dorthin und ich rate Ihnen, uns dabei zu helfen. Raketen! Der Priester sprach das Wort langsam aus, als müsse er sich wieder an seinen Geschmack gewöhnen. Raketen. Sie sind wohl um die 50. Dann erinnern Sie sich noch daran. Die SS-18. Im Westen nannte man sie Satan. Dieser Name war der einzige lichte Moment in der ansonsten blind geborenen menschlichen Zivilisation. Habt ihr noch immer nicht genug? Die ganze Welt liegt in Trümmern. Und ihr habt immer noch nicht genug. Hören Sie, Hochwürden, unterbrach ihn Manik. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Er rieb sich die Hände und ließ die Gelenke knacken. Der Alte verzog das Gesicht. Weder der Kampfanzug des Stalkers noch dessen kaum verhohlene Drohung schienen ihn sonderlich zu beeindrucken. Was wollen Sie mir denn antun? Mich foltern, töten. Bitte, tun Sie mir den Gefallen. Ich bin ohnehin alt und unserem Glauben fehlt es an Märtyrern. Tötet mich, so wie ihr 100 Millionen anderer Menschen getötet habt, wie ihr meine ganze Welt vernichtet habt. Unsere ganze Welt. Kommen Sie, drücken Sie den Abzug Ihres Höllenmaschinchens. So wie ihr auf die Knöpfe 10.000er todbringender Aggregate gedrückt habt. Die schwache und heisere Stimme des Alten bekam allmählich wieder ihren stählernen Klang. Trotz seiner wirren grauen Haare, seiner gefesselten Hände und seiner geringen Körpergröße sah er nicht mehr erbärmlich aus. Eine seltsame Kraft ging von ihm aus und jedes neue Wort klang überzeugender und drohender als das vorherige. Ihr braucht mich nicht mit euren Händen zu erwürgen. Nicht einmal meinen Todeskampf müsst ihr mit ansehen. Seid verflucht mit all euren Maschinen. Ihr habt das Leben und den Tod wertlos gemacht. Ihr haltet mich für einen Wahnsinnigen. Pah, dabei seid ihr die Verrückten. Ihr, eure Väter und eure Kinder. Oder ist es etwa nicht reiner Wahnsinn, sich die ganze Erde untertan machen zu wollen, sich die Natur vor den Karren zu spannen, sie zu schinden, bis sie sich in Krämpfen windet und ihr Schaum vor dem Mund steht. Und so dann, aus Hass auf sich selbst und seinesgleichen,
mit ihr endgültig abzurechnen. Wo wart ihr, als die Welt zusammenbrach? Habt ihr denn überhaupt gesehen, wie es war? Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Wie der Himmel zuerst schmolz und dann von steinernen Wolken überzogen wurde. Wie die Flüsse und Meere zu kochen begannen. Wie sie verbrannte Kreaturen ans Ufer spien und sich dann in frostiges Gelee verwandelten. Wie die Sonne für viele Jahre am Horizont verschwand. Wie Häuser in Sekundenbruchteilen zu Staub und die darin wohnenden Menschen zu Asche wurden. Habt ihr ihre Hilferufe gehört? Wie sie an Epidemien starben und von der Strahlung verkrüppelt wurden? Habt ihr gehört, wie sie euch verfluchten? Schaut ihn euch an! Er deutete auf Tron. Schaut auch dieses Wesen an! Ohne Arme! Ohne Augen oder mit 6 Fingern. Selbst jene, die dadurch neue Fähigkeiten erworben haben, klagen euch an. Der Wilde war auf die Knie gesunken und lauschte ehrfürchtig den Worten seines Priesters. Auch Atjom spürte in sich ein ähnliches Gefühl aufsteigen. Sogar die Bewacher waren einen Schritt zurückgetreten. Nur Melnik blickte, die Stirn in Falten gelegt, dem Alten wieder in die Augen. »Habt ihr den Tod eurer Welt gesehen?« fuhr der Priester fort. »Begreift ihr, wer daran schuld ist? Wer kennt die Namen derer, die mit einem Knopfdruck 100.000 Menschenleben auslöschten? Unendliche grüne Wälder in ausgebrannte Wüsten verwandelten? Was habt ihr mit dieser Welt gemacht? Mit meiner Welt?« Wie konntet ihr euch anmaßen, die Verantwortung für ihre Vernichtung zu übernehmen? Die Erde hat nie ein größeres Übel erfahren als eure verfluchte Zivilisation der Maschinen. Eine Zivilisation, die der Natur leblose Mechanismen entgegensetzte. Diese Zivilisation hat alles versucht, um die Natur ein für alle Mal zu unterdrücken, aufzufressen und zu verdauen. Doch dabei hat sie sich selbst überholt und am Ende sich selbst ausgemerzt. Eure Zivilisation ist ein Krebsgeschwür, eine riesige Amöbe, die alles in sich aufsaugt, was es an Nützlichem und Nahrhaftem in der Nähe gibt und dabei nur stinkende, giftige Abfälle hinterlässt. Und nun wollt ihr wieder Raketen haben. Wieder wollt ihr die schlimmsten Waffen haben, die sich die Zivilisation ausgedacht hat. Wozu? Um zu Ende zu führen, was ihr begonnen habt. Um noch die letzten Überlebenden zu erpressen. Um die Macht an euch zu reißen. Pah, Mörder! Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Das rasende Geschrei des Alten endete in einem fürchterlichen Hustenanfall. Niemand sagte ein Wort, bis er wieder Luft bekam und weiterkrächzte. Aber eure Zeit geht zu Ende. Und auch wenn ich es selbst nicht mehr erleben werde, so werden doch andere nach euch kommen. Jene, die die verhängnisvollen Gefahren der Technik begreifen und ohne sie auskommen wollen. Ihr seid degeneriert. Euch bleibt nicht mehr lange. Jammer, schade, dass ich euren Todeskampf nicht miterleben werde. Aber unsere Söhne, die wir heranziehen, werden es sehen. Der Mensch wird bereuen, dass er in seinem Hochmut alles vernichtet hat, was ihm lieb und teuer war. Nach Jahrhunderten des Betrugs und der Illusion wird der Mensch endlich gut und böse, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden lernen. Wir erziehen jene, die die Erde nach euch bevölkern werden. Und damit eure Agonie nicht zu lange dauert, werden wir euch schon bald den Dolch der Barmherzigkeit mitten ins Herz stoßen, in das schlaffe Herz eurer verfaulten Zivilisation. Der Tag ist nah. Er spuckte Manik vor die Füße. Der Stalker ließ sich Zeit mit einer Antwort.
Er musterte den vor Wut zitternden Priester. Dann verschränkte er die Arme vor der Brust und fragte erstaunt: Und dafür haben Sie sich irgendeinen Wurm ausgedacht und ein paar Märchen dazu erfunden, nur um Ihren Menschenfressern beizubringen, dass sie die Technik und den Fortschritt hassen sollen? Schweigen Sie! Was wisst ihr schon von meinem Hass auf eure verfluchte teuflische Technik? Was versteht ihr von den Menschen, von ihren Hoffnungen, Zielen, Bedürfnissen? Die Menschheit hat schon lange einen solchen Gott gebraucht, einen, wie wir ihn erschaffen haben. Wenn die alten Gottheiten es den Menschen erlaubt haben, in den Abgrund zu stürzen und dabei selbst zugrunde gegangen sind, so hat es keinen Sinn, sie wieder zum Leben zu erwecken. In euren Worten höre ich diese teuflische Überheblichkeit, diese Verachtung, diesen Hochmut, die den Menschen erst an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Ja, mag sein, dass es den großen Wurm nicht gibt. Mag sein, dass wir ihn erfunden haben. Doch ihr werdet euch schon bald davon überzeugen können, dass dieser erfundene unterirdische Gott um einiges mächtiger ist als euer Himmelsvolk. Diese Götzen, die von ihrem Thron herabgestürzt und in tausend Stücke zerschellt sind. Ihr lacht über den großen Wurm. Pah, nur zu! Doch am Ende werdet ihr nicht die Lachenden sein. Das reicht, Knebel, befahl Manik, und lasst ihn einstweilen in Ruhe. Wir können ihn noch brauchen. Obwohl sich der Alte widersetzte und wilde Verwünschungen ausstieß, stopften sie ihm den Lappen wieder in den Mund. Und diesmal zeigte der Wilde, den zwei der Kämpfer zur Sicherheit festhielten, kein Mitleid mit seinem Meister. Er stand schweigend da, seine Schultern hingen schwach herab. Sein erloschener Blick ruhte auf den Priester. »Meister«, brachte er schließlich mühsam hervor, »was reißt, großer Wurm gibt nicht.« Der Alte würdigte ihn keines Blickes. »Was reißt, Meister hat großer Wurm erfunden«, brabbelte Thron stumm vor sich hin und schüttelte den Kopf. Der Priester antwortete nicht. Artyom hatte den Eindruck, dass der Alte während seines Monologs all seine Lebensenergie und Willenskraft verbraucht hatte. Nun, da er das Gift seines Hasses restlos verspritzt hatte, befand er sich im Zustand völliger Erschöpfung. »Meister, Meister, großer Wurm gibt! Du betrügst! Wozu? Du sagst Unwahrheit, Feinde verwirren! Es gibt! Gibt!« Auf einmal begann Tron dumpf und grauenvoll zu heulen. So viel Verzweiflung lag in diesem halb heulenden, halb weinenden Laut, dass Artyom plötzlich den Wunsch verspürte, zu ihm hinzugehen und ihn zu trösten. Der Alte hingegen hatte sich offenbar schon vom Leben verabschiedet und jegliches Interesse an seinem Schüler verloren. »Es gibt! Es gibt! Wir seine Kinder, wir alle seine Kinder, es gibt, gab immer, wird immer. Wenn großer Wurm nicht, dann wir ganz allein.« Mit dem Wilden, der nun sich selbst überlassen war, geschah etwas Furchtbares. Er fiel in Trance, wackelte mit dem Kopf hin und her, als ob er das soeben Gehörte wieder vergessen wollte, und seine Tränen vermischten sich mit dem Speichel, der in Strömen aus seinem Mund floss. Er krallte die Finger in seinen kahlen Schädel. Die Bewacher ließen von ihm ab und er sank zu Boden, hielt sich die Ohren zu, schlug sich gegen den Kopf, geriet immer mehr in Fahrt, bis sein Körper völlig unkontrolliert hin und her zu rollen begann und sein Kreischen im gesamten Tunnel widerhallte. Einige der Männer versuchten, ihn ruhig zu stellen, doch selbst leichte Schritte und Schläge konnten sein Schreien nur für wenige Sekunden unterbrechen, bevor es wieder aus ihm hervorbrach. Manik warf einen missbilligen Blick auf den tobsüchtigen Kannibalen, zog seine Stetschkin aus dem Hüfthalfter, richtete sie auf Tron und drückte ab. Ein leises Plopp
Und der verkrümmt auf dem Boden liegende Wilde wurde augenblicklich schlaff. Der unartikulierte Schrei, den er die ganze Zeit von sich gegeben hatte, brach ab. Doch das Echo gab die allerletzten Laute noch einige Sekunden wieder, als wollte es Trons Leben etwas verlängern. Und erst jetzt begriff Artyom, was der Wilde kurz vor seinem Tod gerufen hatte. Allein. Der Stalker steckte die Pistole wieder ein. Artyom brachte es nicht fertig, ihm in die Augen zu sehen. Stattdessen blickte er auf Tron, der nun reglos auf dem Boden lag, und den nicht weit davon sitzenden Priester. Dieser reagierte überhaupt nicht auf den Tod seines Schülers. Als Melnik geschossen hatte, war der Alte leicht zusammengezuckt. Dann hatte er sich nach der Leiche des Wilden umgesehen und sich gleichgültig wieder abgewandt. »Wir gehen weiter«, ordnete Melnik an. »Bei dem Lärm haben wir gleich die halbe Metro auf dem Hals.« Im nächsten Augenblick hatte sich die Einheit wieder formiert. Artyom wurde der Nachhut als Schlussmann zugeteilt und bekam eine starke Taschenlampe sowie die Schutzweste eines der Kämpfer, die Anton trugen. Nach einer Minute brachen sie auf und drangen weiter in den Tunnel vor. Allerdings war Artyom jetzt für die Aufgabe des Schlussmanns denkbar schlecht geeignet. Er bewegte nur mit Mühe seine Beine, stieß weiter gegen Schwellen, blickte hilflos auf die vor ihm gehenden Kämpfer. Noch immer hallte in ihm Trons letzte Klage nach. Seine Verzweiflung, seine Enttäuschung, seine Unfähigkeit zu glauben, dass der Mensch in dieser furchtbaren, düsteren Welt ganz allein war, gingen auf Artyom über. So merkwürdig es war, erst durch das Schreien dieses Wilden, erfüllt von hoffnungsloser Sehnsucht nach einer hässlichen, erfundenen Gottheit, begann er, jenes kosmische Gefühl der Einsamkeit zu begreifen, das den menschlichen Glauben nährte. Während er durch den leblosen, leeren Tunnel schritt, empfand er selbst etwas ganz Ähnliches. Wenn der Stalker recht hatte und sie sich seit über einer Stunde im Inneren der Metro 2 befanden, so entpuppte sich dieses geheimnisvolle Bauwerk als simpler Versorgungsschacht, den seine früheren Besitzer aufgegeben hatten und den nun minder bemittelte Kannibalen und fanatische Priester bevölkerten. Die Männer begannen untereinander zu flüstern. Sie waren an einer leeren Station angekommen, die höchst ungewöhnlich aussah. Ein kurzer Bahnsteig, eine niedrige Decke, dicke Pfeiler aus Stahlbeton und gekachelte Wände zeugten davon, dass sie nicht dazu konzipiert worden war, dem Auge zu schmeicheln, sondern dass ihr einziger Sinn darin bestanden hatte, jene, die von ihr Gebrauch machten, so gut wie möglich zu schützen. Dunkle, bronzene Buchstaben an der Wand bildeten das unverständliche Wort Sovmin. An einer anderen Stelle stand Haus der Regierung der RF. Artyom wusste genau, dass es in der gewöhnlichen Metro keine Station gab, die diesen Namen trug. Und das konnte nur bedeuten, dass sie sich außerhalb ihrer Grenzen befanden. Melnik schien sich hier nicht lange aufhalten zu wollen. Eilig sah er sich um, beriet sich leise mit einem seiner Kämpfer und die Einheit marschierte weiter. Artyom hatte ein seltsames, kaum zu beschreibendes Gefühl erfasst. Als hätte ihm sein Stiefvater zum Geburtstag ein buntes Paket geschenkt, in dem jedoch nichts als Zeitungspapier steckte. Die unsichtbaren Beobachter starben vor seinen Augen, verwandelten sich von einer bedrohlichen, weisen und unfassbaren Kraft zu phantasmagorischen Skulpturen, die alte Mythen darstellten und wegen der Feuchtigkeit und dem ständigen Luftzug in den Tunneln allmählich zerbröselten. Wie Seifenblasen platzten auch alle anderen Aberglauben, mit denen er auf seiner Reise konfrontiert worden war. Vor ihm öffnete sich eines der größten Geheimnisse der Metro. Er befand sich in D6, dem goldenen Mythos der Untergrundbahn, wie es jemand ausgedrückt hatte. Doch statt freudiger Aufregung verspürte er nur seltsame Bitterkeit. Es dämmerte ihm, dass gewisse Geheimnisse gerade deshalb so wunderbar waren, weil keiner sie zu entschlüsseln vermochte und dass es Fragen gab, deren Antwort besser niemand wissen sollte. Er spürte etwas Kaltes auf seiner Wange,
dort, wo der Atem des Tunnels über die Spur einer herablaufenden Träne strich. Er schüttelte den Kopf, genau so, wie es der tote Wilde getan hatte. Dann begann er zu frösteln, sei es wegen der eisigen Zugluft, die den Geruch von Feuchte und Ödnis mit sich trug, sei es, weil Einsamkeit und Leere in sein Innerstes vorgedrungen waren. Für einen Moment glaubte er, alles auf der Welt habe seinen Sinn verloren. Seine Mission, die Versuche des Menschen, in einer veränderten Welt zu überleben. Und überhaupt das Leben in all seinen Erscheinungsformen. Es war nichts darin, nur der leere, dunkle Tunnel der Zeit, die jedem zustand. Durch diesen Tunnel musste jeder Mensch blind irren, von der Station Geburt bis zur Station Tod. Wer den Glauben suchte, war auf der Suche nach Seitenabzweigungen dieses Tunnels. Doch es gab nur diese beiden Stationen und der Tunnel war nur gebaut worden, um diese beiden zu verbinden. Als Artyom wieder zu sich kam, bemerkte er, dass sich die anderen bereits einige Dutzend Schritte von ihm entfernt hatten. Was genau ihn zur Besinnung gebracht hatte, begriff er nicht gleich. Während er sich nach allen Seiten umsah, nahm er ein seltsam anschwellendes Geräusch wahr, das aus einer leicht geöffneten Tür in der Tunnelwand kam. Ein dumpfes Brausen. Als die anderen die Tür passiert hatten, war es vermutlich noch nicht zu hören gewesen. Doch nun war es nahezu unmöglich, das Geräusch zu überhören. Die Truppe war sicher schon gut 100 Meter voraus. Artyom unterdrückte das Verlangen, ihnen hinterherzulaufen, hielt den Atem an, trat an die Tür, stieß sie auf und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Dahinter öffnete sich ein ziemlich langer und breiter Korridor, den das schwarze Quadrat eines weiteren Ausgangs abschloss. Genau von dort flog dieses Brausen heran, das zunehmend wie das Brüllen eines riesigen Tieres klang. Artyom wagte es nicht, den Korridor zu betreten. Wie in Trance stand er da, starrte in das schwarze Leere am anderen Ende und horchte, bis sich das Brüllen um ein Vielfaches verstärkte und im Licht der Taschenlampe etwas unvorstellbar Riesiges erschien, das an dem offenen Durchgang am Ende des Korridors vorbeischoss. Artyom zuckte zurück, warf die Tür zu und stürzte den anderen hinterher.